Also ich begrüße euch recht herzlich zu den heutigen IoT-Talks. Heute haben wir wieder spannende Themen, vier Vorträge. Der erste Vortrag ist How to create wireless sensor actuator networks. Da geht es darum, wie man eben Sensornetzwerke aufbauen kann, wo dann Sensoren mit Aktoren sich unterhalten auf IP-Basis. Das zweite ist Bluetooth Low Energy Application vom Klaus Stamberger vom TokenCube.com. Dann ist es auch kommt dann ein sehr spannendes Thema, auch in der Navigation mit iBeacon vom Hannes Stibitzhofer vom Indoors. Und dann ein Vortrag, der uns besonders freut, 3D-Druckerverfahren und Einsatz von Robert Hein vom Xioneer.com. It is possible that one part is English and one part is German. Not all are in English. Ja. Die Vorträge werden 20 Minuten dauern mit 5 Minuten Fragen. Und dann 10 Minuten Pause und dann kommt wieder der nächste. Jetzt fangen wir mal an mit dem Vortrag How to create wireless sensor networks. Und zwar in the first part I will show you the theory of sensor networks and the communication protocols. And in the second part I will tell you and speak about groove modules with the Merkur board and then solutions with the groove modules and the Merkur board. So in the first thing is, I must do pitch 30. So you see on the slide that wireless sensor actuator networks are used for measurements of bridges or solar plant and this is blood bank of English. It exists in RFC how you can read many solutions of different kinds of objects, smart home, bridges and so on. And when you have a big bridge, you can cables from one point to another point and put the sensors on the cable, or you can put actuators with wireless waves to communicate together. And in this picture, you see you have many nodes for the measurements and you have many directions to communicate. And the best way is that the network have multi-hop features, that one node can speak with another node over the nodes between. But this node cannot see the other node. So it must communicate over the other nodes to this point. But this is not so simple. And the routing mechanism is also not simple. And here you can see the examples of hardware that we speak. You see these are microcontrollers with low energy, low memory, and constraints of energy and bandwidth and so on. And we want to communicate in two directions. We can send a GET question and we become from the node a response. And so we can speak over the internet with the IPv6 computer. And the nodes speak also IPv6.
This solution, what I tell you, uses only RFC, also from the EATF, and they are free to use. And what we have always is IPv4 and IPv6 on the computer. On the all operating systems have a dual stack. And what we need is IPv6 over constrained networks. When we use 802.15.4, we have a small bandwidth and we have low energy mode. And so we need 6LoWPAN to communicate from 802.15.4 to IP. You see it in another slide. And the next thing we need is a routing protocol for constrained networks, named RPL protocol. And the next we need a communication protocol on the application layer. And this, what we use is the CoAP protocol. And it's based on REST services. On the left side, you can see the stack that you have in a PC and in the operating systems. You have a network card, you have IPv6, neighbor discovery, and HTTP in this example. Neighbor discovery, with neighbor discovery, you have a solution that one computer can find another computer and the router automatically. In IPv4, you must per hand the organization. In IPv6, it goes automatically. And on constrained networks with battery, we use an 802.15.4, and that have only you can only send in one package 127 bytes. But IPv6 have a wide band load of 1 kilobyte, a little more. And the 6LoWPAN adaption layer help the system to communicate IPv6 over the constrained network. Then we need a routing protocol RPL for mesh networks and the application protocol CoAP, and CoAP use UDP, not TCP. And UDP have less overhead. And 6LoWPAN have a header compression that you have a header of 4 bytes for IPv6. The IPv6 header is a bigger header. And the 6LoWPAN compress the header. Here you can see the payload of IPv6, and here you can see the payload of 802.54. And this is a little different. And the 6LoWPAN protocol bring it together. Here you can see the header compression, but I don't go into detail in this. You can see the parts that compressed. And the result is you have in the IPv6 header 40 bytes and in the 6LoWPAN 4 to 7 bytes. And with fragmentation, you can put packets together to use a larger payload. Then here you see books about 6LoWPAN. And the RPL routing protocol gives you the features that the nodes find other nodes and the routers. But you, the RPL protocol use a small energy. And you can see
the RPL protocol on works. They send a broadcast. Other nodes see the broadcast, and the network, the routing protocols, every node see the neighbors, and you have algorithms. You can switch to low energy, the lowest energy, or the lowest hop nodes, and the network use the algorithms to find the right structure. And on the application protocol, we want to speak together. We can yet speak together with over other nodes and so on, but we need a protocol to speak. The core protocol is a RESTful protocol with request response. And here you see the solution of the network. On the left side, you see the internet or the PC network. And on the right side, you see the nodes. And here you see a proxy. And between the 854 and the internet or Ethernet protocol, you need a router, an edge router. And you can also use a proxy that put the core protocol to the server over HTTP REST services, and the proxy is a stateless proxy, and you can also speak co-op directly with the server. And here you can see co-op use UDP only, or not TCP. And so we have all parts to communicate REST services with the server. And on the sensor nodes, we use a microcontroller, and this is in this part, it is an 8-bit Atmel microcontroller with 128 kilobyte ROM and 16 kilobyte RAM. Also very small, and we use on the nodes at the Contiki operating system. The Contiki operating system starts at 2001 with features with the MUIP stack that we can communicate TCP/IP on 8-bit microcontrollers. And 2001, people say it is not possible. Yeah? But Adam Dunkel say it is possible and write a stack, the MUIP stack, and it was possible. And the stack is smaller than 5 kilobytes and need 1 kilobyte RAM. And 2003 and 4, he implements proto-threads. You have a threading system on the 8-bit microcontrollers, but one thread say, okay, I am finished, I can put the time to another thread. The microcontrollers don't have MMU. They don't have MMU. So we need a system for preemptive multitasking. Non-preemptive, yeah. And here you can see that one thread wait and then can another thread execute the code. And it is written in C. Then 2007, they developed a simulation system named Koya, so you can simulate the programs on the desktop
And you can also simulate the communication between the nodes. In 2008, he implemented 6LoWPAN. Then 2010, they implemented a multi-platform. You can compile ContigOS on Windows on Linux, but it runs native on Linux and Windows. You can also compile it for 8-bit microcontrollers, for ARMs, and for microchips, and so on. Also many, many different platforms. And Contiki have user apps inside, so you can use FTP or chat or co-op server and write the code for the callback routines of the service, and then you can put it with the platform to a Contiki firmware and put the firmware in the device, and it works. And if you change the hardware, you must compile it for the new platform and write it and load it to the new hardware, and it works. And 2011, they put the RPL routing protocol into Contiki, and the Contiki MAC layer. What is the Contiki MAC layer? You have a small battery for the nodes, and you must see that the transceiver and emitter, the sender and the receiver and the CPU works a little time. But when it works all the time, you need 20 milliamperes. That is too much. Yeah? We need, with Contiki MAC layers, 1 milliwatt consumption. That means by 3.3 volts, we need 390 microamperes. That is not much, I think. How does it work? He put the receiver on a cycle, in a duty cycle node, and on the black time, the receiver goes on. And did I hear high frequencies? No. Did I have a package? No, 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 no. And between, the system sleeps. So it's FIS, another node that sends packages. And at this time, I can see it's a package. And then another time, it is a package. And then the next time, I receive the package. So I can save energy. I send the ARC, as a request response. The other node, CR, he have the package. And in the next cycle, the send node send the next time at this point, not at this point, but they know here the other node have the receiver on. So we can save energy. And for broadcast, we must send the package all the time for one cycle. And here you can see the power consumption of the different modes. At the first time, we speak to a node. And the second time, we speak to a node. There's a big difference. And so it is possible that you can communicate over months with the battery. And when you ping the node, it answers in 150 milliseconds. Here you can see Contiki-based projects. So this was the first part. So, den zweiten Part werden wir in Deutsch machen, dass die anderen nicht benachteiligt sind.
sind Notizen da los? Da werde ich jetzt teilweise Bilder herzeigen, das ist vom Stefan Hupp eine Idee, wie man ohne Löten jetzt verschiedene Arten von Sensoren und Aktoren zusammenstellen kann. Und zwar gibt es eine Firma, die heißt Seed Studio, die bietet verschiedenste Sensoren an. Ich kann da ein paar durchgehen durch die Runde. Hier sieht man zum Beispiel ein Relaisboard von dieser Firma. Hier einen Lautsprecher. Was war jetzt die Erfahrung bei uns mit den Experimenten? Es gibt ja mal das Merkur-Board. Das dauert wirklich lang. Hier seht ihr das Merkur-Board. Das kann man einmal prinzipiell in ein Steckbrett reinstecken. Oder was dran löten. Und dann kann man mit Kabeln verschiedene Bauelemente verbinden und kann sich so seinen Messsensorknoten aufbauen. Aber es stellt sich heraus, auch wenn man selber damit experimentiert, dass es ziemlich frimmelig ist. Erstens einmal löten dauert relativ lang, man kann sich irren, nicht jeder mag löten. Viele können, aber viele mögen nicht, so wie ich auch, nicht unbedingt. Und das zweite Problem, wenn man mit dem Steckbrett arbeitet, kommt man an, dann gehen wieder drei Kabeln raus und man hat wieder ein Problem. Ja. Und das ist ziemlich komplex mit der Zeit. Jetzt haben wir uns überlegt, wie kann man das Ganze vereinfachen. Man kann das so vereinfachen, wenn ihr diese Grobmodule anschaut, die gerade durchgehen. Die haben hier einen Stecker, der immer gleich ausschaut. Jetzt haben wir auf das Merkur-Board auch solche Stecker drauf gemacht. Und zu dem Zweck gibt es dann verschiedene Kabel, wo man das dann verbinden kann. Ja. Das heißt, jetzt habe ich da, was habe ich da verbunden, einen Touch-Sensor mit einem Merkur-Board. Ja. Das heißt, ich habe schon meinen ersten Sensor. Und warum ist das Ganze jetzt interessant? Hier sieht man schon, dass die Knoten ja dann untereinander kommunizieren können. Das heißt, Aktoren und Sensoren können über eine weite Fläche verteilt werden und müssen nicht unbedingt die Aktoren und die Sensoren mit Kabeln verbunden werden. Hier sieht man, warum sind die Grovmodule interessant. Die sind erstmal relativ günstig bei dem Hersteller in China. Gibt es in Europa in verschiedensten Online-Shops auch zum Bestellen. Und es gibt ganz, ganz viele davon. Ja. Und sie sind Arduino-kompatibel. Dieses Merkur-Board ist auch Arduino-kompatibel. Kann man mit einem Arduino IDE programmieren. Und hier seht ihr die Anschlüsse von den Groove-Steckern. Die Groove-Stecker können verschiedene Arten nutzen. Das heißt, es gibt Sensoren, die verwenden nur einen GPIO-Pin. Dann gibt es welche, die verwenden I2C, den Bus. Dann könnte man über das Groove-Modul auch nur die Spannung versorgen. Oder eine Serielle oder auch Analogsignale empfangen. Hier sieht man die Dimensionen von dem Ganzen. Und hier sieht man, dass es keine neue Idee ist, sondern dass es von verschiedensten Firmen solche Stecksysteme gibt. Ja. Hier sieht man die ganzen Arten von möglichen Transceivern, über die will ich jetzt nicht näher eingehen. Über das Sixlopan haben wir schon gesprochen. Bluetooth 4.0 Energy, da werden wir heute noch einen Vortrag hören über das iBeacon-System. Dann gibt es Wi-Fi, das ist WLAN, das kennt eh jeder. Und dann gibt es Zigbee, ZWF, Dash und so weiter, Wireless Hard, die teilweise auch auf 802.15.4 basieren. Hier sieht man die verschiedensten Transceiver-Module, die es so in den verschiedensten Arten gibt. Und hier sieht man jetzt, wie kann so ein Knoten ausschauen. Wir haben da ein paar Prototypen gebaut. So.
Beispiel hier sieht man einen Prototypen mit zwei Batterien, den ich wieder über so ein Kabel verbinden kann. Der Nachteil von den Batterien ist, die haben verschiedene Spannungen. Ja? Also wenn ich sie in Betrieb nehme und die Batterien sind voll, habe ich eine hohe Spannung und wenn die Batterie leerer wird, sinkt die Spannung. Das ist aber gerade bei Messknoten nicht so ideal, weil es gibt Sensoren, zum Beispiel diesen Luftfeuchtigkeitssensor hier, der reagiert ziemlich empfindlich drauf. Also haben wir da einen DC-DC-Wandler draufgegeben, der das stabilisiert und egal wie voll oder leer die Batterie ist, wir haben immer die gleiche Spannung. Also dieser DC-Wandler geht ab 0,8 Volt und dadurch liefert dieser Sensor dann immer die gleichen Messwerte in gleicher Qualität. Wenn man das jetzt sich selber zusammenlöten möchte, dann sieht man schon, da sind ziemlich viele Bauelemente oben und da auch und dann haben wir so einen Kabelhaufen oder man muss eine Printplatte designen. Und mit diesen Grobmodulen kann man das dann relativ einfach zusammenstecken. Was kann man damit jetzt alles machen? Ein Beispiel will ich euch noch zeigen. Und eigentlich zwei Beispiele. Was ja recht in ist, sind solche LED-Strip-Sachen und LED-Lampen. Und hier habe ich ein 12-Volt-Netzteil mit so einem RGBW-Groove-Modul verbunden. Und dieses Groove-Modul kann man dann auf ein Merkur-Board stecken, zum Beispiel. Ja, wenn man es kann. Genau, also der Profi hätte das gelötet, ja. Und haben wir schon einen Touch-Sensor drauf und dann, wenn man das dann verbindet mit der Lampe und die richtige Software reinsteckt, sieht man einen Touch-Sensor. Da können wir jetzt zumindest theoretisch schon ein- und ausschalten. Ja. Jetzt möchte man aber vielleicht die Helligkeit ändern, dann gibt es da auch Potis. Irgendwo habe ich einen Potti. Jeder kennt ein Potentiometer, wo man so drehen kann, das kann man auch wieder verbinden und dann kann man die Helligkeit am Potentiometer einstellen. Wir haben auch einen Funkknoten drauf, das heißt, wenn man es, wie wir gesehen haben in dem vorderen Vortrag, das verbindet, kann man das Handy über WLAN mit dem Router kommunizieren lassen, über einen Edge-Router, über 802.15.4/6LoWPAN mit dem Knoten, sich eine kleine App schreiben und dann kann man hier steuern, wenn man möchte. Und so, wenn man die richtigen Elemente benannt hat, steckt man das, ich schätze, in einer Minute zusammen, spielt die Firmware rein und es läuft. Wenn man die Firmware selber schreiben möchte, ist es in Contigi nicht so komplex. Also es gibt dort fertige Coop-Server, wo man die Callback-Routinen der verschiedenen Ressourcen nur mehr befüllen muss. Und so kann man dann relativ simpel seine Lösungen zusammenstecken. Wie schaut sowas dann in der Praxis aus? Ich habe den System. Also so schaut ein System in der Praxis aus. Das sieht man dann, das redet Coop mit einem Webserver. Der Webserver zeigt dann die Temperaturen von verschiedenen Sensoren und die Luftfeuchtigkeit. Und wenn man dann tippt auf die Lampe, dann geht die Lampe an und bei mir zu Hause geht jetzt auch das Licht an. Also die zu Hause sind, die wundern sich jetzt. Und das funktioniert eben über diese IP-Protokolle, die wir jetzt gesehen haben. Und wenn jemand sagt, wow, das schaut ja auch recht schön aus, das zu zeichnen, da gibt es auch ein Open-Source-Programm, das heißt Sweet Home 3D. Da kann man sich seine Pläne hinterlegen und dann die Sensoren hinterlegen und kann eben über Coop mit IP kommunizieren. Also mit Sweet Home 3D kann man diese 3D-Zeichnungen machen und als Web-Frontend habe ich hier genommen Lean WebKNX, was ein relativ älteres System ist, aber man kann eigentlich ziemlich viele verschiedene Smart-Home-Server verwenden. Also wenn man sich das runterladet und durchliest und ein bisschen auskennt, hat man sowas ja in einem halben Tag parametriert. Wenn man es öfters macht, geht das viel geschwinder.
Dann zeige ich euch noch kurz eine zweite Möglichkeit, die demnächst in Betrieb geht. Und zwar die Idee ist, ich habe zu Hause so Zugrollos mit einem Schnürl. Und wenn man sie auslässt, dann gehen sie rauf. Ja. Nur die werden mit der Zeit schon kaputt und da muss ich immer hingehen und wieder anziehen. Das sind Innenrollos und die möchte ich jetzt steuern. Aber ich möchte nicht, also dann habe ich dort keinen Strom. Ja. Also ich möchte nicht immer Batterie tauschen. Also kommt so eine flexible Solarzelle auf die Oberlichte. Und vor der Oberlichte ist die Rollo. Da gibt es ja dieses Groove-Modul, was hier die Energie sammelt in Eneloop-Zellen. Die werden wahrscheinlich viele von euch kennen. Das sind Nickel-Metallhydrid-Akkus, die wenig Energie verlieren. Wieder mit dem Groove-Stecker drauf und mit einem Harvesting-Chip, der die Energie von der Solarzelle sammelt. Und dann über einen Groove-Servo, den ich da irgendwo habe. Da gibt es auch welche, die sich dauernd rotieren lassen. Kann man dann einmal die Rolle drehen und mit einem Hallsensor und einem Magneten kann man dann immer sehen, wann kommt der Sensor vorbei, wie viele Umdrehungen habe ich schon gemacht und dann weiß ich, wann die Rolle oben und unten ist. Ja. Das Ganze funktioniert auch, habe ich gemessen, auch im Schatten, weil man fährt eigentlich ja nur am Abend runter und in der Früh rauf. Ja. Und dazwischen muss man die Energie sammeln und so viel Energie braucht man nicht. Und natürlich, weil das Ganze ja mit einem Funkmodul kommuniziert, kann man das Ganze natürlich auch von einem Server her zeitsteuern. Oder dann eben auch mit seiner App oder mit seinen Web-Services steuern. Ja, das waren ein paar Beispiele, um euch das näher zu bringen. Ein Beispiel habe ich irgendwo noch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie baut man sich so einen Edge-Router? Dazu haben wir so ein Raspberry-Shield gemacht, was am Raspberry draufstecken kann, wo wieder ein Modul oben ist. Und die Netzwerkkarte wird in dem Raspberry, das Merkur-Board wird in dem Raspberry als Netzwerkkarte gesehen und kann eben IPv6 kommunizieren. Und wenn jemand seine Warmwassersolaranlage steuern will, dann gibt es auch ein Board. Da kann man das dann zusammenstecken. Jetzt hat man ein Funk-Relais-Board. Das kann ich zumindest einmal die Relais ein- und ausschalten. Das, wenn ich aber jetzt Warmwasser wärmen will, muss ich irgendwie oben einen Sensor haben am Dach, wo meine Rohre sind, die immer heißer werden. Und im Keller habe ich den Boiler. Jetzt brauche ich einen Sensor unten im Keller und die Pumpensteuerung. Das gebe ich dann im Keller. Und hier stecke ich die Temperatursensoren an. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich muss da aufs Dach. Was kostet das, wenn ich da jetzt ein Kabel raufziehen muss? Na, Rohr habe ich keins, ich muss aufstemmen. Das wird ziemlich teuer. Ja. Was macht man in dem Fall? Man nimmt dann ein zweites Board mit einem zweiten Temperatursensor und die können dann über IP kommunizieren, über Funk. Das heißt, man hat dann ein verteiltes Sensor-Aktuator-Netzwerk. Und diese Lösungen nennt man also Wireless Aktuator-Sensor-Networks. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen? Mikrofon. Das kannst du auch durchgeben. Wie stark ist die Solarzelle und wie stark sind die Akkus? Ich nehme die Doppel-A-Zellen, die haben 2 Amperestunden. Und die Solarzelle? Ich weiß es nicht. Ja. Ich verwende halb so große Zellen, da kommt zumindest bei 500 Luxus Funkmodul durch, bei immer online, also bei 8 Hertz Duty Cycle. 500 Lux ist aber sehr wenig, ja. Das ist ungefähr so viel wie hier, schätze ich einmal. Also ein Arbeitsplatz muss mindestens 700 Lux haben und wenn zumindest einmal am Tag draußen es ein bisschen heller ist, dann hat man schon weit mehr. Und dann kommt man aber schon durch, dass man auch mit dem Servo rauf und runter fahren kann. Also so, und man muss ja rechnen, mit den kleinen Zellen hat man eine reine Dunkelzeit von mindestens einem Monat, wo gar kein Licht sein muss. Also wenn man nur einmal am Tag hin und her fährt. Ja. Wenn du oft hin und her fährst, braucht man mehr Energie. Und wenn einmal kurz die Sonne drauf scheint,
eine Stunde oder so, dann ist es sowieso schon voll, ja, die Akkus. Was verwenden Sie für den Motor? Gibt es Mikrofon? Ach, den Antriebsmotor? Einen Servomotor. Vom Modellbau kennt man den. Okay, einen durchlaufenden. Und da gibt es auch durchlaufende Servomotoren zum Kaufen. Ja. Danke. Und es gibt auch Servomotoren mit Kruppstecker oder man lötet sich das Kabel um, da darf man wieder löten. Ihr könnt jetzt auch einfach die Frage wiederholen, statt mit dem Mikrofon rumzurennen. Ja. Für die Aufnahme. Noch eine Frage? Ist professioneller, wenn einer herumrennt. Also das sind... I'll do this in English to be more inclusive. I'm sorry, I'm a complete Internet of Things idiot, so it's a very basic question. What I'm more interested in the architectural aspects of that in terms of scalability and identity and authentication and confidentiality. What is the assumption about identities of these things? Is it MAC addresses? Do you push out certificates? What's the idea? And is there anything like an accepted standard how this is going forward? Because this is going to affect scalability of any rollout big time. So that's what I'm curious about. They communicate with IPv6. And an IPv6 address have two parts. The first part is the prefix from your provider, and the second part is the MAC address. And the MAC address is printed on the module, and each module have another MAC address. And so you can identify a module. So on the routing table, you see all the IP addresses. So the identity is MAC address based. Yeah. Okay, fine. So how does a device decide whether a request should be answered or not? That's the confidentiality or an authentication part. Sorry? Answer everything. You have a point-to-point communication network? I'm not at all interested how you push bits from A to B. I'm concerned about how you how a device authenticates itself upstream. With IPv6? That's a link level protocol. That's just addressing. I'm addressing authentication. How do you give credentials to a requester if it's incoming, and how do you certify credentials if you push a request upstream? How does a device not fake a value? Mm-hmm. Is it a trusted relationship? Yes. By MAC address? Not the MAC address. You have in the you can put in the bootloader of the module a private key, a secret key, and on the server the private key. And so you can communicate. Your key is compromised. How do you fix the problem? You must change the bootloader and the put the public key per hand to the server, to the authentication server. You can use certificates or pre-shared keys, and the name of the of all is IPv6 security. Or you can use in co-op DTLS, also TLS for UDP. These are two methods. Well, that's just confidentiality. That's a different thing. Assume, for instance, a sensor is in an inaccessible location up the bridge, which you had in your very first slide. How are you going to fix the damn certificate in the thing? I'm sorry. I don't understand it in the detail. How do you have a note. I speak to you, but you don't can't hear me. Did you mean this? No. How is the credential? The MAC address is not a credential. Okay. It's an address. It's supposed identity, if you will. It's not a credential. So. Assume a device has a request going out or coming in. How do you decide at the device level or at the listener level if this is a bona fide request or it's spoofed? That's why I'm asking about the identity and authentication. Each request has a unique number. That's just a serial.
How do you? I don't understand the problem. There's no security. There's no security. Yeah, you can use IPsec, like IP. That's what I guess. There's no security layer. You must use the IP security layer. That's the whole point. If these 50 cent devices are ever going to make money, they got to be scalable to billions. If we know anything from the web experience, certificates are dead in the water. So how it's going to work in a scalable way? You can look in the other direction and say, okay, it's not an issue because it's all private anyway. Well, that's kind of like, then you can't do critical stuff. Yeah, but you use security on the upper layer. That model is known to fail, period. That's, the first time we'll see a power plant shut down because it's running Windows 3.5.1 NT, you'll know this doesn't fly anymore. This is dead. It's gonna be end to end or it's not gonna fly. And that's the core issue. I'm not so much interested in how you push the power saving and all that. It's all very interesting. But if it's gonna fly, it's gonna scale very easily. You gotta be able to buy it anywhere and deploy it and deploy it with an absolutely minimal management effort at the per device level, including the assumption that you can't get at the device. So, and I don't know how that's going to work there. It's not a critique. I'm trying to find out how the issue is generally addressed in this IoT things space. Yeah? Is there something like a agreed architecture on how you deal with that kind of thing? It is the same architecture as the internet. Well, you yes, have roots. You have when one router goes down, the other router you can't communicate over the other route, and so on. Well, that is the transport level. Yes, but it's not the identity and identification. Yeah, what level. You mean is the security layer. In the security layer, I can... You prove identity. Prove that you are you and not the man in the middle. Yeah. Yeah? You prove a credential and identity. And if you want to manipulate the data, I use cryptography algorithms. Well, that's the whole point of my question. We know that, for instance, if you look at web browsers, how web browsers prove identity, well, we sort of have this user ID and password thing. Well, we know, since Telebaker, we know that is a little bit bleeding edge. I mean, it's a little bit sportive as an assumption. Client certificates, which were assumed to solve the problem, are a management nightmare. That's just not going anywhere. I don't know if anybody is using client certificates bona fide for anything. Because the management effort is a problem. Then you have in a PKI architecture, it is not an IT thing, problem. Yeah? I'm just mentioning those things which were known to fail. For instance, the whole certificate revocation thing. Okay. So even if it's doable at the browser level, I'm concerned about that. How are you gonna do this at the thing level? You can say, well, I don't care, I have my private cloud and I'll firewall this off, and all my credential checking happens at the gateway level. Fine. Meaning, your inside is basically open to any wireless attack, if you will. Yeah. So it's wireless. You need one server that have all public keys. We have no time left. Okay. We're out of time. We can thank speak you in the thank you space much between. For the questions anyway. So, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt machen wir mal 10 Minuten Pause und dann kommen wir an die nächsten.